Grüßt euch, meine lieben Menschen, herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti und heute haben wir wie jeden Donnerstag unsere Live-Videopremiere mit Chat. Die ist immer donnerstags um 18 Uhr für euch alle. Ja, heute werden wir über ein Thema reden, das ich als sehr wichtig empfinde. Und zwar geht es darum, dass Narzissten ihre Opfer gern und oft emotional erpressen. Und es gibt spezielle Methoden, mit denen diese emotionale Erpressung besonders gut bei den Opfern funktioniert. Und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Ich werde euch 7 Methoden aufzeigen, mit denen Narzissten euch emotional erpressen. Hier geht es natürlich um Aufklärung von narzisstischem Missbrauch. Und umso besser ihr aufgeklärt seid, umso schneller könnt ihr das in Zukunft durchschauen. Darum geht es ja auf diesem Channel. Fangen wir an mit Punkt 1. Sie erinnern dich an deine und eure Träume. Hier reden wir natürlich vom Fachterminus des Hoovering. Wer das noch nicht kennt, der guckt mal hier oben rechts. Ich verlinke euch das wichtige Video, das ich dazu schon mal für euch gemacht habe. Es geht hier natürlich darum, dein Herz zu triggern. Ne? Sowas wie: Wir wollten doch für immer zusammenbleiben. Hast du das etwa schon vergessen? Wir wollten gemeinsam eine Familie gründen. Wir wollten doch 3 Kinder zusammenbekommen. Wir haben uns doch sogar schon die Namen der Kinder überlegt. Und wir haben doch auch gesagt, dass wir an uns arbeiten wollen und dass uns nichts trennen kann. Narzissten benutzen gerade solche Methoden sehr gerne, wenn du kurz davor bist, diese Beziehung zu verlassen oder zu durchschauen, was er dir da seit Jahren antut. Dann wird an dein Herz appelliert, an eure wunderbar glorifizierte Zukunft, die aber niemals eingetreten ist. Achtung, Future Faking. Hier wird dir eine Zukunft suggeriert, die niemals eingetroffen ist. Und daran merkst du, dass sie nicht echt ist, sondern dass es nur benutzt wird, um dich weiter in diesem Spinnennetz zu halten. Jemand, der ständig nur von der Zukunft brabbelt, aber sie nie, naja, wahr werden lässt, der manipuliert dich wahrscheinlich nur. Denn normale Paare haben Ziele miteinander und die werden auch erreicht, weil beide sich dafür einsetzen. In einer Beziehung mit einem Narzissten ist es aber tatsächlich so, dass du der oder die Einzige bist, die sich für diese Zukunft einsetzen. Meist dann auch erfolglos, weil der Narzisst niemals mit dir an einem Strang zieht. Also, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, kann es sein, dass du gerade emotional von einem Narzissten erpresst wirst. Und es hat dann tatsächlich auch nichts mit Liebe zu tun oder mit, hey, erinnert dich daran, wie toll ihr doch als Paar seid, sondern im Endeffekt manipuliert er dich dahin zurück, damit du nicht weiter darauf bestehst, was eigentlich dein Recht ist. Und das ist wirklich zu erkennen, dass er dich belügt, dich hintergeht, dich missbraucht und dass du dich aus dieser Beziehung lösen kannst. Also Achtung, emotionale Erpressung ist manchmal nicht sehr leicht zu erkennen. Gerade bei Kindern, die vielleicht auch aus narzisstischen Elternhäusern kommen, die das quasi schon in die Wiege gelegt bekommen haben von ihren Eltern, die also eh immer mit Schuld und Scham konfrontiert und von ihren Eltern manipuliert wurden. Für solche Leute ist sowas hier normal. Die denken sich nicht, dass das Missbrauch sein könnte. Also spitzt die Lauscher, es geht direkt weiter mit Punkt 2. Narzissten spielen unglaublich gerne den Märtyrer. Und was verbinden wir damit? Das Opferspiel. Natürlich. Sie spielen den Märtyrer und das Opfer. Warum Narzissten immer das Opfer spielen, da habe ich euch auch schon ein ganz wichtiges Video zu gemacht. Auch hier oben rechts könnt ihr euch alles mal angucken, denn das ist ja hier eine Aufklärungsserie und nicht nur ein Aufklärungsvideo. Ich werde euch alle wichtigen Videos auch nochmal in den angepinnten Videokommentar packen. Dann könnt ihr nachher in Ruhe euch das mal anschauen, ihr Lieben. Wissen ist Macht. Also Punkt 2 ist den Märtyrer spielen. Da habe ich ganz lustige Beispiele, ironisch gemeint, die ich schon mit meinen Klienten durch habe, Beispiele, die ich selbst erlebt habe mit Narzissten. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel, dass er dich krank macht, dass du durch diesen Missbrauch über Jahre vollkommen krank und invalide wirst, dass du nicht mehr arbeiten gehen kannst, dass du vielleicht Depressionen bekommst, Panikattacken, das Haus irgendwann gar nicht mehr verlassen kannst, weil du gar nicht weißt, wie dir geschieht. Ja, meine Lieben, psychischer Missbrauch kann auch zu körperlichem Missbrauch führen, nur passiv. Ja, du wirst also psychisch missbraucht, kriegst aber körperliche Krankheiten. Natürlich, weil deine Psyche und dein Körper, die hängen ganz eng zusammen. Wenn deine Psyche verletzt und missbraucht wird,
dann wird es der Körper irgendwann auch sein. Denn deine Psyche wird dann irgendwann über deinen Körper sprechen und sagen, Hilfe, mir geht es nicht mehr gut. So, und dann kann es tatsächlich sein, dass du Depressionen oder Panikattacken, da gibt es eine breite Palette an Sachen, die du bekommen kannst. Über Magengeschwüre, Blasenentzündungen, Leute, habe ich alles durch. Frag nicht nach Sonnenschein. Und naja, dann wirst du krank. Du kannst nicht mehr arbeiten. Du kannst vielleicht irgendwann nicht mal mehr den Haushalt machen, weil du gar nicht mehr aus dem Bett kommst. Und Betroffene suchen sich dann auch viel zu spät Hilfe oft, weil sie erst gar nicht verstehen, was ist denn los mit mir? Denn der Narzisst wird dir ja weiterhin einreden. Klar, wenn die Abwertungsphase beginnt, du bist schlecht, du bist doof, du kannst nichts recht machen. Ja, und du wirst dir dann irgendwann einreden, stimmt, weil ich mache ja hier tatsächlich nichts mehr. Ich putze nicht mehr, ich koche nicht mehr, ich wasche nicht mehr, ich gehe nicht mehr arbeiten. Und ehe du dich versiehst, bist du vollkommen abhängig vom Narzissten. Und ja, dann stimmt das, was er über dich sagt, denkst du. Und dann kann der Narzisst natürlich perfekt anfangen, den Märtyrer zu spielen. Ich mache doch hier alles für uns. Ich bringe doch das Geld mit nach Hause. Dann kümmere ich mich noch um den Haushalt. Und dann bekoche ich dich noch, weil du ja nichts mehr kannst. Und du wirst da hocken, mitten in deiner Depression und dir auch noch denken, stimmt, er hat recht. Narzissmus genderneutral kann Frauen und Männer betreffen. Nochmal für alle Männer, die hier auch zugucken, herzlich willkommen. So viel, wie ich hier für dich tue. Dann kannst du doch wenigstens. Also es werden Dinge von dir verlangt, weil er ja so viel tut. Er tut ja so viel, also kannst du ja mal wenigstens. Und hier kann es auch um körperliche Gefälligkeiten gehen. Wenn du zum Beispiel so einen hypersexuellen Narzissten hast, der andauernd mit dir in die Kiste will und du das irgendwann aber nicht mehr erträgst, weil du bist ja kein Roboter, du bist ja ein menschliches Wesen, das vielleicht auch mal keine Lust hat. Aber ich tue doch hier so viel, dann kannst du doch zumindestens mit mir schlafen. Das ist emotionale Erpressung. Wusstet ihr das? Das ist emotionale Erpressung. Oder ich bin doch immer für dich da. Wozu brauchst du dann deine Freunde? Ich höre dir doch immer zu. Dann kannst du doch wenigstens jetzt auch mal da diese Verabredung absagen. Wozu brauchst du überhaupt Freunde? Du hast doch mich. Ich habe doch auch keine Freunde. Warum brauchst du dann welche? Kein Witz, habe ich eins zu eins so von Narzissten gehört. Denn die haben ja oft keine Freunde. Sind die gar nicht interessiert dran. Freunde haben sie nur, wenn sie was von den Menschen wollen. Dann beuten sie sie aus und lassen sie wieder fallen, sobald sie haben, was sie wollen. Aber du bist ja jetzt ihr Eigentum. Du hast ja jetzt keine Freunde mehr zu haben. Mensch, ich koche doch hier sogar extra heute für dich. Dann kannst du doch jetzt auch mal zu Hause bleiben. Das ist alles emotionale Erpressung, meine Lieben. Und da machen sie sich tatsächlich zum Märtyrer. Und ich habe tatsächlich schon mal ein Paar gehabt oder eine Frau am Telefon gehabt, die mir erzählt hat, er hätte sie komplett krank gemacht. Wirklich, dass sie auch in eine Klinik musste für ein paar Monate, um sich wieder aufpäppeln zu lassen. War dann arbeitsunfähig, konnte sich weder um Kinder noch Haushalt noch Essen noch gar nichts mehr kümmern. Die konnte gar nichts mehr. Die war auch arbeitsunfähig. Die ist dann tatsächlich in Frührente gekommen. Weil auch die Ärzte erkannt haben, sie ist vollkommen am Ende. Tja, und dann wird es dir andauernd vorgeworfen. Andauernd wird dir vorgeworfen, du bist nichts wert, du tust ja nichts, also bist du nichts. Du bist, was weiß ich, eine Schande in meinem Leben. Ich muss ja hier alles allein tun. Und dann sind diese beiden Leute zum Therapeuten gegangen zusammen. Sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie dachte, hey, wenn wir uns ein paar Therapeuten holen, wird schon alles gut. Und dann saßen die da und dann fing der Narzisst an. Und er fing in perfekter Manier an, mir geht es so schlecht. Und wirklich, er fing an zu weinen. Er fing an, vor dem Therapeuten zu weinen an und sagte, meine Frau kann gar nichts mehr. Sie kann. Und dann hatte er hunderte Sachen aufgelistet, die er jeden Tag tut, seit sie eben depressiv ist und nicht mehr arbeiten gehen kann. Und der Therapeut war ganz, ganz, ganz bei ihm und hat das richtig ihm abgekauft. Und als dann die Frau an der Reihe war zu erzählen, was sie für Probleme hat mit ihm, dass er sie missbraucht hat, dass er sie ignoriert hat wochenlang, dass er fremdgegangen ist, da war der Therapeut schon so vereinnahmt vom Narzissten, dass der ihr überhaupt nicht mehr zugehört hat. Sie war der Buhmann, genau wie in der Beziehung. Das heißt, die gehen dann teilweise in Paartherapie und das Opfer kommt immer noch geschwächter, noch fertiger raus, weil der Therapeut ihr dann auch noch einredet, sie ist hier die Schlechte und sie soll doch gefälligst mal dankbar sein.
Das ist typisch Münchhausen-Syndrom auch. Habt ihr das schon mal gehört? Das sind die Menschen, die euch krank machen, um euch dann zu bemuttern, um dann den Helden zu spielen. Richtig übel. Und das ist nicht selten in solchen Beziehungen. Denn es macht dich klein und abhängig von ihm. Von seiner Gunst, von seinem Geld, ne? Und dann wirst du ihm gefällig. Und das ist emotionale Erpressung. Ne? Punkt 3. Sie tun immer mehr als alle anderen. Und deswegen hast du ihnen gefällig zu sein. Und gerade in solchen Beziehungen, wo immer, glaub mir, in einer Beziehung mit einem Narzissten, das packst du nicht für immer. Egal wie stark du bist, egal wie selbstbestimmt du vorher warst, in so einer Beziehung, umso länger du darin festhockst, ist wie mit dem Frosch im heißen Wasser die Story. Habe ich euch schon ganz oft erzählt, ne? Wenn ihr einen Frosch in heißes Wasser werft, wird er rausspringen, weil er merkt, es ist heiß. Aber einen Frosch, den du in kaltes Wasser legst und wo du das Wasser langsam erwärmst, da wird er zu spät merken, dass es kocht und wird sterben. Nein, damit will ich nicht sagen, dass ihr in Beziehungen sterbt. Ich möchte damit sagen, dass diese Beziehungen lebensbedrohlich werden können. Ja, und das meine ich wirklich ernst. Ihr habt keine Ahnung, was ich jeden Tag für Leute am Telefon habe, wie schlecht es denen geht, wie sehr die alles verloren haben, woran sie jemals geglaubt haben, was ihnen wichtig war. Und jeder, der das verharmlost, der ist für mich Mittäter. Sage ich ganz offen. Jeder, der Narzissmus verharmlost oder Narzissten zu Opfern macht, ist für mich ein Täter. Ganz ehrlich, das Leid, was ich jeden Tag am Telefon habe, das kann man nicht in Worte, das kann man nicht in Worte fassen, da könnte ich heulen. Das kann man nicht in Worte fassen. Und diese Menschen brauchen eine Stimme, die brauchen ihre Stimme zurück. Ja. Aber auch da ist die emotionale Erpressung wieder. Sie tun immer mehr als du. Das, was sie erreichen, ist immer besser als das, was du erreichst. Das, was sie besprechen, ist immer wichtiger als das, was du besprichst. Wenn sie leiden, dann leiden sie immer mehr als du. Immer, immer einmal mehr als du. Ne? Kennt er. Und auch das ist emotionale Erpressung, weil damit wird ja dann wieder hantiert. Ne? Was weiß ich, da bist du, hast du eine Grippe, liegst mit 40 Grad Fieber im Bett und er hat einen leichten Schnupfen. Er wird den Schnupfen so verkaufen, als hätte er Corona. Haha, Ironie off, ja? Also als hätte er noch was Schlimmeres als du und wird dich schuften lassen und wird sagen, ich bin doch hier viel schlimmer dran, jetzt mach du doch mal. Ja, und dann wirst du dich sehen mit 40 Grad Fieber, wie du deine Kinder hütest, kochst, putzt, backst, ja, und er sich da in Hannes macht vor der PlayStation und nicht mehr Fieber hat. Versteht ihr? Aber dem Narzissten geht es immer am schlimmsten. Und er hat immer am meisten und am größten und überhaupt. Und du bist immer irgendwo unter ihm und kannst schauen, dass du klarkommst. Punkt 4. Gefühle in Frage stellen. Und das Geilste ist, das machen sie auf zwei Seiten. Zum einen die typische emotionale Erpressung. Wenn du mich doch nur lieben würdest, dann würdest du auch, whatever sie gerade von dir möchten. Also da wird dann ganz klar kommuniziert, wenn du das und das nicht tust, dann liebst du mich nicht. Ich habe teilweise Frauen am Telefon gehabt, die haben sich vergewaltigen lassen, weil der Narzisst ihnen eingeredet hat, wenn du das nicht tust jetzt, dann liebst du mich nicht. Und dann haben sie es über sich ergehen lassen. Also von solchen Stories reden wir hier, wo ich teilweise echt, da sitze ich am Telefon und bin fassungslos. Ich, die wirklich schon alles gehört hat mittlerweile, ist dann echt fassungslos. Und die reden den Betroffenen dann auch ein, es ist das Beste für sie selber. Die Betroffenen sagen, nein, ich möchte das nicht. Und der Narzisst quatscht ihnen so lange ein Ohr ab, bis sie es zulassen. Es ist grausam. Es ist richtig grausam. Also du musst alles für ihn tun, sonst liebst du ihn ja nicht genug. Damit wird extrem gespielt. Schuld und Scham ist ganz enorm in solchen Beziehungen. Und wenn du dann ein gutes Herz hast und in solchen Beziehungen rennst du ihm ja eh schon immer hinterher und willst ihm beweisen, wie sehr du ihn liebst, weil er glaubt es dir ja nicht. In jedem Moment, wo mal was nicht so läuft, wie er das will, glaubst du ihm nicht, dass du ihn, glaubt er dir nicht, dass du ihn liebst. Das heißt, du bist eh immer schon in so einer Bringschuld in der permanenten. Du hast das Gefühl, du musst ihm andauernd beweisen, dass du ihn liebst. Und wenn er dann natürlich noch kommt und sagt, hey, wenn du das jetzt tust, dann weiß ich, dass du mich liebst. Tja, da springst du doch gerne über die Klippe, ne? Weil dann hat er ja nicht den Beweis, dass du ihn liebst. Und die zweite emotionale Erpressung ist genau die andere Richtung, die sie aber genauso gerne spielen. Was weiß ich, es passiert irgendwas, du stehst für dich ein, er hat Mist gebaut, du sagst, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das ist ja wohl das Letzte hier. Dann wird er anfangen und es umdrehen, weil Narzissten sind ja perfekt darin, immer die Kontrolle wieder über dich zu erlangen, um dich wieder in die,
ja, unterwürfige Position zu bringen, indem sie dann sagen, weißt du, ich bin eh nicht mehr glücklich mit dir. Ich bin schon ewig nicht mehr glücklich mit dir. Ich empfinde eh schon lange nicht mehr dasselbe für dich, wie du für mich. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man das Liebe nennen kann. Und glaub mir, spätestens das ist wie ein Wink mit dem Häuserblock. Dann stehst du da und bist total perplex. Und das bringen sie tatsächlich auch in jedem Streit. In jedem Streit, wo du für dich einstehst, in jedem Streit, wo sie eindeutig Mist gebaut haben, wo du ihnen sagst, ey, so geht das nicht, werden sie sowas anfangen. Um das Thema natürlich wieder komplett auf was anderes zu lenken, um dich wieder in die Angst zu kriegen, oh nein, er könnte mich ja jetzt verlassen. Weil davor haben Opfer von Narzissten meist am größten Angst, weil die sind so konditioniert und süchtig nach dem Narzissten, dass Trennung für sie ja sich anfühlt wie Sterben. Und das muss verhindert werden. Und das wissen die auch ganz genau. Und deswegen fangen die auch genau in solchen Momenten an, ihre Gefühle in Frage zu stellen. Also immer, wenn ihnen irgendwas nicht passt, es kann auch wirklich darum gehen, um was ganz Banales, wo ihr euch einfach nicht einig seid, dann könnte er sogar die Karte spielen. Ich glaube, ich empfinde einfach nicht mehr das Gleiche für dich. Tut mir leid. Also ich wollte mich dann wahrscheinlich eh von dir trennen. Also wir müssen uns da auch gar nicht mehr einig werden, weil ich fühle auch eh nicht mehr das Gleiche für dich wie früher. Und damit wird die Konditionierung natürlich mal wieder noch stärker getriggert in dir und du wirst anfangen, ihm hinterher zu laufen. Das heißt, das Thema, um das es eigentlich ging, gerät in den Hintergrund. Diese typischen Ablenkungen schon, das hatten wir ja in den letzten Videos schon, ne? Ja, also Gefühle in Frage stellen ist auch eine ganz tolle Methode der emotionalen Erpressung. Ne? Weil im Grunde erpresst er damit, dass du wieder bei ihm bleibst, dass du dich wieder nach ihm umdrehst und sagst, oh Gott, nein, bitte geh nicht. Ne? Punkt 5. Das nonverbale Leiden, um Kränkung zu signalisieren. Und ja, meine Lieben, natürlich reden wir hier gerade vom Silent Treatment, der schweigenden Behandlung. Oben rechts das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das verwenden gerade toxische Menschen so, so oft, weil sie es meist selber aus dem Elternhaus nicht anders kennengelernt haben. Ich kenne einen Mann, der wurde immer so bestraft, also es ist ein Narzisst, ein Diagnostizierter, der wurde immer so bestraft, dass seine Mutter ihn wochenlang ignoriert hat. Als kleinen Jungen. Wenn er als kleiner Junge nicht brav war, in Anführungszeichen, hat sie ihn einfach mit Ignoranz bestraft. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie schlimm das für einen kleinen Jungen sein muss, wo die Mutter auf einmal sagt, ich ignoriere dich jetzt und nö, ich gucke dich jetzt nicht mal mehr an, du bist für mich gar nicht mehr vorhanden. Klar, Narzissten waren einmal Opfer, meine Lieben. Jeder Einzelne. Aber jetzt sind sie Täter und das darf man nicht verwechseln. Ne? So, also was bedeutet das jetzt, nonverbal leiden, um Kränkung zu signalisieren? Naja, entweder sie ignorieren dich oder gerade verdeckte weibliche Narzissten, haben wir auch ein Video drüber gemacht, könnt ihr oben rechts mal gucken. Die fangen dann sowas an, wie ständig zu stöhnen, leiden zu blicken. Ja, also du guckst da hin und die sehen aus wie ein Häufchen Elend. Fragst du, was denn los? Nichts. Gar nichts. Ne? Die Männer unter euch kennen das 100%. Ja, aber auch hier wieder bis zur vollkommenen Ignoranz. Es wird so getan, als sei nichts. Das nennt sich übrigens Gaslighting. Da entsteht eine kognitive Dissonanz. Ja, etwas ist. Und jemand sagt, etwas ist. Das heißt, du merkst ganz genau, es stimmt was nicht, aber der andere sagt dir doch, alles in Ordnung, das bildest du dir ein. Nennt sich Gaslighting. Macht psychisch krank. Ne? Weil irgendwann denkst du, du spinnst. Irgendwann denkst du, du bildest dir das ein. Und da solltest du dann dich fragen, ob du in einer gesunden Beziehung bist. Aber dieses nonverbale Leiden, in Anführungszeichen, um Kränkung zu signalisieren, ist pure emotionale Erpressung. Denn es zwingt dich dazu, dich menschlich zu verhalten. Also, ne, es ist ja menschlich, wenn dich jemand ignoriert, dass du irgendwie sagst, hey, ich will das nicht mehr, ich möchte das klären. Aber auch das erpresst dich in dem Sinne, dass du handeln musst. Dass du andauernd dem anderen hinterherrennen musst und irgendwas, ja, irgendein Commitment geben musst, das du vielleicht gar nicht möchtest. Ja, Platz 6 ist, und das kennen hier alle, die schon mal einen Narzissten hatten, mit anderen vergleichen. Na, wer kennt das auch zur Genüge? Also bei meiner Ex war das nicht so. Die war da viel entspannter. Oder, ach, die Freundin von dir da, Mann, die ist aber schon heiß, ey, da könntest du dir schon mal eine Scheibe abschneiden. Oder, also sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich hatte schon so viele Beziehungen. Aber also die Frauen, die ich kannte, die waren im Bett immer total aufgeschlossen und ja, da gab es nie Probleme. Aber mit dir scheint das ja was anderes zu sein. Du wirst
in einer Beziehung mit einem Narzissten permanent mit anderen verglichen. Und zwar nicht zum Positiven hin. Es wird niemals sowas gesagt wie, ach, du bist so viel besser als alle anderen, die ich kannte. Vielleicht am Anfang beim Lovebombing, aber das wird sich ganz schnell ändern, wenn er in die Abwertungsphase kommt. Dann wirst du auf einmal nur noch hören, wie toll war denn meine Ex-Freundin oder wie toll war denn die und die Freundschaft, wie toll ist denn der und der Mensch. Und das sind immer Attribute, die du in seinen Augen nicht hast. Und es ist auch egal, ob du die, weil verstehst du, du bist ja kein Roboter, du musst ja nicht perfekt sein. Du bist, wie du bist. Und wenn sich jemand für dich entscheidet, dann, weil er dich mag und nicht, weil er dich zu irgendwas machen will, was du gar nicht bist. In Beziehungen mit Narzissten werdet ihr immer mit anderen verglichen. Das ist ganz auffällig. Und wenn ihr das erlebt, dann bitte schaut mal dahinter, ob ihr so eine gesunde Beziehung führt. Denn jemand, der euch liebt, sollte euch so nehmen, wie ihr seid. Ganz einfach. Ja, und Nummer 7 ist auch tatsächlich was, was ich mehr als einmal erlebt habe. Wenn es zu Streitsituationen kommt oder ihr euch nicht so verhaltet, wie ihr solltet, dann wird der Narzisst die schlechte Meinung von anderen hervorholen, um euch wieder klein zu machen. Das bedeutet, wenn du auf der Arbeit gemobbt wirst, und du wirst natürlich immer vollkommen zu Unrecht auf der Arbeit gemobbt, denn es gibt keinen Grund, warum Menschen andere mobben, ihr Lieben. Lasst euch das nicht einreden. Wer mobbt, ist immer im Unrecht und ein Täter. Warum jemand mobbt, ist Wurst. Wenn jemand mobbt, ist er Täter. Punkt. Es gibt keine Opfer, die mobben. Ein Opfer würde niemals mobben, weil dann wäre es ja nicht besser als der Täter. Gell? So, also, du wirst auf der Arbeit gemobbt. Und du leidest enorm darunter. Du gehst vielleicht sogar in Therapie, um besser damit klarzukommen. Weil vielleicht gibt es deinen Job nicht so häufig, du kannst nicht wechseln, du musst irgendwie damit zurechtkommen. Dein Partner, in Anführungszeichen, narzisstischer Partner, steht dir natürlich immer bei und tätschelt dir das Köpfchen und sagt, ja, das ist alles so ungerecht, wie die mit dir umgehen, das geht mal gar nicht. Wenn er aber nicht mehr deiner Meinung ist und wenn ihr auf einmal streitet oder was weiß ich, du ihm widersprichst, dann könnte auf einmal sowas rausrutschen wie, ja, brauchst dich ja nicht wundern, dass du nie mit niemandem klarkommst und dass deine Kollegen so zu dir sind. Du bist aber auch einfach nur verkorkst. Also da brauchst du dich wirklich nicht wundern, dass man gemein zu dir ist. Und das wird sich für dich anfühlen, als würdest du von einem Zug angefahren. Denn wenn man gemobbt wird, ist das totaler psychischer Terror und da kommt man nicht ebenso einfach mit klar. Und wenn dann dein Verbündeter in Anführungszeichen auf einmal anfängt, sich auf die Seite der Mobber zu stellen, wirst du deine komplette Wahrnehmung in Frage stellen, weil du auf einmal denkst, hat er jetzt recht? Der liebt mich doch. Warum sollte er sonst sowas sagen? Es muss ja stimmen. Und das ist ganz grausam. Das ist ganz grausam. Narzissten werden deine größten Schwächen, sobald du ihnen nicht mehr taugst, gegen dich verwenden. Alle Geheimnisse, die du ihnen jemals anvertraut hast, und alles Schlechte, was dir jemals widerfahren ist, werden sie gegen dich verwenden. Und zwar natürlich so, dass du als die Schuldige dastehst. Was weiß ich, vielleicht hat dich mein Geschäftspartner betrogen und du bist mit Riesenverlusten daraus gegangen. Und dein Partner wird dann sagen, tja, kein Wunder, dass dein Geschäftspartner dich im Stich gelassen hat. Du hast es echt verdient. Und merk dir, was das für eine perfide Masche ist. Und wie krankhaft dich das, also wie krank dich das einfach macht, wenn ein geliebter Mensch auf einmal sagt, die, die dir Unrecht getan hatten, haben Recht, weil du der schlechte Mensch bist. Und das kommt, wie gesagt, nicht von einem Feind, sondern von jemandem, der dich liebt oder der vorgibt, dich zu lieben. Und auch hiermit kann natürlich erreicht werden, dass du wieder dem zustimmst, was der Narzisst will, weil er dir eben einredet, du bist ein schlechter Mensch und du hast es nicht besser verdient. Und du kannst glücklich sein, dass du ihn hast. Habe ich auch wortwörtlich schon mehr als einmal gehört, damals. Kannst froh sein, dass du mich hast, sonst würde es ja niemals jemand mit dir aushalten. Und egal, ob ich dann gesagt habe, hey, ich habe genug Freunde und die halten es schon seit über 20 Jahren mit mir aus, dann kam sowas wie, ja, aber die hatten dich ja nicht 24 Stunden um sich herum, sonst hätten die genau das Gleiche gemacht. Glaub mir das, niemand hält es mit dir aus. Und das Schlimmste ist, wenn das von einem Menschen kommt, den du liebst, dann fängst du wirklich an, dich in Frage zu stellen und dich zu fragen, ist das wahr, was der da sagt? Stimmt das? Kann das wirklich sein, dass es niemand mit mir aushalten würde? Und Leute, ich muss wirklich sagen, ich hatte davor schon eine ewig lange Beziehung, wo es wunderbar funktioniert hat. Ich hatte schon mehrere Situationen, wo ich in einer Art WG gelebt habe, weil ich halt ein großes Haus hatte, ne? Und meine Eltern waren halt irgendwann raus und
Dann sind Freunde bei mir eingezogen, die dann auch mit mir gelebt haben dort. Und es war nie ein Problem. Noch nie. Ja? Also ich weiß im Grunde, ich wusste im Grunde felsenfest, ich bin kein Problem. Und ich habe auch kein Problem und Leute kommen mit mir aus und ich komme super mit anderen klar. Ne, Leute, ich bin Griechin ohne Scheiß. Also bei mir ist es so, ey, meine Freunde kommen und gehen hier raus und rein, wie sie wollen. Meine Tür ist immer offen. Käffchen ist immer aufgesetzt. Versteht ihr? Und trotzdem habe ich mir damals wirklich einreden lassen, ey, mit mir hält's keiner aus. Und das passiert in solchen Beziehungen, weil umso weniger Freunde du irgendwann hast durch diese Beziehung, weil die verlierst du ja auch, weil wie gesagt, er erpresst dich ja emotional daraus, dass du wirklich dich mit keinem mehr triffst, weil er ist doch viel wichtiger und er macht doch viel mehr für dich als deine Freunde. Umso kleiner und kontrollierbarer wirst du für ihn, weil wenn du nur noch eine gestörte Wahrnehmung um dich rum hast, dann kann das sein, dass deine Wahrnehmung sich irgendwann seiner angleicht, weil es gibt ja niemanden mehr, der dir sagt, hey, Moment mal, das ist Bullshit, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, was er sagt. Versteht ihr? Und so funktioniert das. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, wo emotionale Erpressung stattfindet, Leute dann raus da. Ob jetzt Narzisst oder Nicht-Narzisst, das ist nicht gesund. Und es konditioniert euch und macht euch süchtig. Das ist wie eine Sucht irgendwann. Und dann seid ihr wie kleine Junkies und ihr schafft es gar nicht mehr da raus, weil es so schwierig ist, ja. Also, was ich hier mache mit meiner Aufklärung, ist ja ganz klar, euch zu sagen, wie funktionieren diese Mechanismen? Was wenden Narzissten für Mechanismen an? Ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist mir auch Latte Macchiato, sage ich euch ganz offen. Es gibt ja auch Narzissten, die euch einreden, wir machen das ja alles unbewusst. Ja, es ist Latte, Leute. Das Resultat ist das gleiche. Ihr werdet krank, konditioniert und fertig gemacht. Und es ist egal, warum das jemand tut. Das ist wirklich, als würde jemand unbewusst auf dem Times Square stehen und Leute mit einem Baseballschläger eins über den Kopf ziehen und sagen, ach, tut mir leid, das war keine Absicht, ich bin ein Opfer. Du hängst trotzdem mit einer Platzwunde im Krankenhaus, die genäht werden muss. Was bringt es dir? Täter sind Täter, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Ne, ihr Lieben. Und deswegen ist diese Aufklärung so wichtig. Und jetzt erinnere ich euch nochmal wie immer an den YouTube-Algorithmus. Wir können helfen, dieses Video hier zu verbreiten, weil es gibt einen YouTube-Algorithmus und dem können wir helfen, indem ihr jetzt zum Beispiel, wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal kurz einen Daumen nach oben gebt. Macht es mal kurz. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen rauf. Und jetzt möchte ich, dass ihr das Video wie immer mit ein, zwei Leuten teilt, die ihr kennt, denen ihr vertraut, wo ihr denkt, hey, denen könnte das helfen, vielleicht sogar Opfer, ja. Teilen, teilen, teilen. Und was noch am allerwichtigsten ist, ist natürlich, weil wir hier eine Community sind, eine Gemeinschaft, dass ihr eure Erfahrungen, wie hat der Narzisst euch emotional erpresst, in die Kommentare schreibt und zwar ganz offen und ungeschönt. Sage ich ganz offen, Leute hier, ich mache keine One-Man-Show hier. Ich kläre zwar auf, aber wir sind hier eine Riesen-Community, eine Riesengemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Und wenn ihr eure Geschichte hier drunter schreibt, dann helft ihr anderen, das Schweigen zu brechen und sich aus solchen Beziehungen zu lösen. Das finde ich mega wichtig. Und als letztes, wie immer, wer Unterstützung und Begleitung wünscht, der kann sich gerne bei mir melden, denn ich bin Coach für Narzissmusopfer. Ich helfe dir da gerne raus. Ich verlinke dir hier nochmal meine E-Mail-Adresse und oben rechts kannst du klicken, da kommst du zum Anfrageformular und kannst mir kostenlos eine Nachricht zukommen lassen und dann machen wir einen Termin gemeinsam aus. Ihr Lieben, war wieder mega schön mit euch. Ich hoffe, ihr konntet einiges dazu lernen und freue mich natürlich wieder wie Bolle auf nächsten Donnerstag. Und auch jetzt im Lockdown sage ich euch natürlich wie immer, bleibt mir bitte gesund und seid vorsichtig. Passt auf euch auf, okay? Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.